Hallo, Sie wollen wissen, ob Oberhausen eine Zukunft hat? Dann kommen Sie mal mit. Im Rahmen der Dorferneuerung haben unsere Bürger Oberhausen so richtig schön gemacht. Das sieht man nicht nur an öffentlichen Stellen, sondern auch an vielen Privathäusern in unserem Ort. Ja, und aktuell sind wir gerade dabei, einen Mehrgenerationenplatz umzusetzen und auch unser Friedhof wird nachhaltig modernisiert. Und unser Leitbild ist ganz klar. Wir möchten Oberhausen für die derzeitige und alle weiteren Generationen attraktiv und lebenswert gestalten. Und weil wir uns hierfür enorm ins Zeug legen, fühlen sich hier auch alle richtig wohl. Familie mit Kindern, ebenso wie ältere Bürger. Und unsere Vereine und Gruppen wie Aktives Oberhausen, der Förderverein der Feuerwehr oder unsere Künstlergruppe bereichern nicht nur unser Dorfleben, sondern unterstützen auch personell und finanziell unsere zahlreichen Feste. Unsere sechsköpfige Künstlergruppe auf dem Stiel schafft es zudem, jedes Jahr im Rahmen der Kunstmeile viele hunderte Kunstinteressierte in unseren schönen Ort zu holen. Darauf sind wir wirklich sehr stolz. Und auf unsere Feuerwehr, da können wir uns auch immer verlassen. Immer einsatz- und hilfsbereit. Die sind einfach klasse. Das Wohlfühlen gilt auch für unsere Unternehmen, denn schließlich bieten wir in unserer kleinen Gemeinde immerhin 176 Arbeitsplätze. Hallo, ich bin Bo Baumer, Eigentümer von dem Campingplatz und ein von den 26 Unternehmen von Oberhausen. Hi, na? Hallo. Und, klappt das jetzt mit dem Essen? Ja, weiß. Was für eine Stimmung? Ups, hi, ich bin Axel Nesseler, einer von 26 Unternehmern aus Oberhausen. Also ich bin Helmut Dunhoff, ich bin hier geboren und wir haben ja im Umfeld unseres Ortes wunderbare Weinberge, die zum Teil Weltruf genießen. Und wir sind ein mittelständisches Weingut und wir sind eins von 26 florierend Unternehmen in diesem wunderschönen kleinen Weinbaugemeinde. Ach ja. Eine Königin haben wir hier auch noch. Nein, nicht ich. Sie, Katharina. Katharina Stab, unsere deutsche Weinkönigin 2017-2018. Oberhausen ist für mich wie ein gutes Glas deutscher Wein. Es steckt voller Lebensfreude, es steckt voller Überraschungen und vor allen Dingen bedeutet es für mich einfach Heimat. Ich bin wirklich unglaublich stolz und glücklich, dass ich hier aufgewachsen bin. Gut. Manches ist noch nicht so schön, aber da sind wir auch dran. Unser Gemeindehaus zum Beispiel wird im Rahmen der Dorferneuerung auch noch saniert und modernisiert. Keine Sorge, Jungs, wird alles neu gemacht. Apropos bauen und modernisieren, es gibt tatsächlich bald 23 neue Bauplätze in Oberhausen. Hier entsteht mein neues Haus. Tja, unsere Kids sind clever und wissen eben Bescheid. Die haben unsere Kita aber auch die besten Voraussetzungen, dank unseres tollen Erzieherteams. Mann, ist das schön hier. Ja, da hast du recht. Es ist sehr schön hier bei uns. Oberhausen liegt wirklich in einer traumhaften Natur. Und wusstet ihr, dass sich hier mehrere Hotspots der Biodiversität treffen? Wir haben hier die höchste Artenvielfalt Deutschlands und schützen dementsprechend die Natur. Und wir haben uns die Natur sogar an den Ort geholt. Dafür haben wir sogar extra unser grüner Daumenteam. Auch in Zukunft möchten wir unsere malerische Lage und die tolle Möglichkeiten, die wir hier haben, in unserem Ort nutzen. Wir haben schon viel in eine nachhaltige Dorfentwicklung investiert und das werden wir auch weiterhin machen.
damit sich alle Bürger hier bei uns im Ort wohlfühlen. Pudelwohl. Und, was haltet ihr davon? Finden wir gut! Und alles ganz so gut! Hilfe! Out. Ach so. Und, was haltet ihr davon? Finden wir gut! Oberhaus nach Zukunft! Ja, war super!